Der endzeitliche Aufstieg der künstlichen Intelligenz kann als Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel angesehen werden. Nicht nur die Tatsache, dass wir uns immer schneller auf eine globale Eine-Welt-Regierung zubewegen, in der starke, unabhängige Länder von mächtigen Eliten demontiert werden, WEF, sondern auch der Vorstoß in die künstliche Intelligenz und Robotik ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns tatsächlich in der Endphase des Weltgeschehens befinden. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, siehe 12, 13 und 20, berichtet von einer kommenden Weltregierung mit einem von Satan beherrschten Führer, dem Antichristen, der die Welt regiert. Alle notwendigen technologischen Hilfsmittel wie Satelliten, Internet, RFID-Chip-Technology, damit eine Weltregierung mit voller Kontrolle über die Menschheit funktionieren kann, sind heute vorhanden. Der Satan kann tatsächlich in einen Menschen eindringen. Im Lukas-Evangelium 22,3 lesen wir: Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, einen der 12 ein. Irgendwann nach der Entrückung, Harpazo, wo echte Christen auf einmal zu Jesus Christus auffahren werden, siehe 1. Thessalonicher 4,17, und während der siebenjährigen Trübsal, Weltchaos, wird dieser politische Führer ein Bildnis errichten, vielleicht einen menschenähnlichen Roboter, der sprechen kann. Der antichristliche Führer wird verlangen, dass alle Menschen das Bild anbeten oder sterben müssen. In der Offenbarung 13, 15 lesen wir: Und es hatte Macht, dem Bild Leben zu geben, dass das Bild des Tieres redete und bewirkte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet wurden. Heute gibt es in Japan Restaurants mit Robotern, die die Bestellungen entgegennehmen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben die Ereignisse so deutlich auf die Endzeit hingedeutet. Könnte es sein? Ich will die Globalisierung. Ich will die volle Kontrolle über alle Menschen. Lasst uns internationale Organisationen schaffen, die Macht und Einfluss in allen Nationen haben werden. UN, WHO, WEF. Wir müssen die starken, unabhängigen Länder loswerden. Wir müssen die Menschen spalten und erobern. Indem wir sie gegeneinander aufhetzen, nehmen wir ihnen ihre Einheit und Stärke. Wir müssen stattdessen die Welt vereinen, indem wir weltweite globale Probleme schaffen. Wir werden Angst nutzen, um die Menschen zu manipulieren. Angst ist ein großartiger Motivator. Am Ende werden wir die Technologie nutzen, um jeden zu verfolgen. Ich muss wissen, wo die Menschen leben, wer sie sind, was sie glauben und unterstützen. Irgendwann werden wir verlangen, dass alle einen Chip in die Hand oder in die Stirn bekommen müssen. Natürlich werden wir sagen, dass dies nur der Bequemlichkeit und dem Schutz vor Identitätsdiebstahl dient und um Kriminelle zu verfolgen. Wir müssen auch das Bargeld abschaffen. Transaktionen werden nur noch elektronisch abgewickelt. Wir können dann einfach die Bankkonten der Leute einfrieren, wenn sie sich nicht an unsere Regeln halten. Der ID-Chip wird auch wie eine medizinische und Bankkarte sein. Wie praktisch. Diejenigen, die sich weigern, den ID-Chip anzunehmen, werden keine Lebensmittel kaufen oder ein Geschäft betreiben können. Aber lasst uns zunächst einen Testlauf machen. Beeinflussen wir unsere menschlichen Marionetten, um eine weltweite Situation zu schaffen, in der alle Menschen von ihrer Regierung gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu tun, um ihren Arbeitsplatz behalten zu können, in Restaurants zu gehen, Veranstaltungen abzuhalten oder sich in Gruppen zu treffen. In der Offenbarung 13 lesen wir das Folgende. Er verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob frei oder versklavt, ein Zeichen an der rechten Hand oder in der Stirn bekam, damit er nicht kaufen oder verkaufen konnte, wenn er das Zeichen nicht hatte. In der Bibel heißt es, dass eine bestimmte Generation nicht vergehen wird, bevor sich all diese Dinge ereignen. Matthäus 24, 34.
Es ist die Generation, wo in 1948 Israel ein Staat wurde. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass wir bald die größte Ausgießung des Heiligen Geistes weltweit erleben werden, da eine noch nie dagewesene Seelenernte folgen wird. Joel 2,28, Habakuk 2,14. Dann die Entrückung in die Wolken, um für immer mit Jesus zu sein. Die Regierungen werden wahrscheinlich Außerirdische für das plötzliche Verschwinden von Christusanhängern verantwortlich machen und sogar diejenigen, die sich selbst als Christen bezeichnen und nicht bei der Entrückung dabei waren, weil sie halbherzig waren, Offenbarung 3, 14-16, sie werden benutzt, um zu erklären, dass die Entrückung ein Schwindel ist und dass es tatsächlich Außerirdische waren, die sie entführt haben. Ist das Folgende nur Fiktion? Wir müssen uns als eine Welt vereinen, um dieses Übel gemeinsam zu bekämpfen. Die globale UN-Regierung ist hier, um den Menschen auf der Welt zu helfen. Millionen von Menschen sind plötzlich verschwunden. Jeder muss den internationalen ID-Chip erhalten, damit wir eine weltweite Volkszählung durchführen und die Menschheit vor diesem Übel schützen können. Interessanterweise, neben den biblischen Prophezeiungen scheinen uns die immer zahlreicheren Berichte über UFO-Sichtungen und Hollywood-Filme über außerirdische Invasionen auf ein solches Ereignis vorbereitet zu haben. Solltest du zurückgeblieben sein, wenn Millionen von Christen plötzlich verschwunden sind, nehme nicht das Zeichen in deine Hand oder die Stirn. Wende dich zu Jesus Christus mit vollem Herzen.